Ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Filmst du eigentlich oder machst du ein Foto? Also ist schon okay, aber okay, ist immer so, wenn man so fragt, filmst du oder machst du, dann sofort weg so. Schwingst du deinen Penis oder masturbierst du so? Oh, sorry, ist schon wieder weg. Sorry, ist schon wieder weg. Wie lange wohnst du noch in Köln? Noch ein Jahr. Und dann reicht's. Wieso meinst du? Ihr kommt auch aus Köln. Seid ihr jetzt extra hier hingefahren? Was? Ich war doch vorgestern in Köln. Bin noch aufgetreten. Oh Mann. Ja, ich kann euch gerne mit zurücknehmen, wenn ihr euch... Ihr könnt mich zurücknehmen? Ja, noch besser. Lassen wir das Auto hier. Scheißegal, nehme ich morgen ein Taxi und hol's ab. Ich glaube, das wäre das Unangenehmste. Also es gibt kaum etwas, was so unterschiedlich angenehm ist für Leute, wie wenn ihr mich jetzt mitnehmen würdet. Für euch wäre es so eine mega coole Story. Für mich wäre es so 2 Stunden lang, wo ich nicht weiß, ob ich sterbe oder nicht. So. Da war so ein perverses Sex-Ehepaar aus Köln. Sie haben gesagt, sie wollen meinen Beckenboden analysieren, aber ich habe dem Braten nicht getraut. Seid ihr jetzt einfach so hier hingefahren? Habt ihr so, was habt ihr dann gemacht? Habt ihr so Deutschlandfunk, Kultur gehört auf dem Weg? Oder habt ihr euch angeschwiegen? Oder habt ihr Probleme besprochen? Was habt ihr gemacht? Wie stelle ich mir das vor? Das ist ja... Habt Probleme besprochen? Was ist denn so ein Problem von euch gerade? Jetzt komm, nicht zurückrudern. Jedes Paar hat Probleme. Habt ihr Kinder? Darf ich fragen? Nee. Das ist auch, also das finde ich ganz was Krasses, wenn so ein Paar Probleme hat und dann denkt es, ein Kind wird das retten. Also ich habe jetzt ein Kind, um meine Beziehung zu retten. Was sind eure Probleme? Also wirklich, was sind Probleme, dass ein Baby das retten kann? Schlaft ihr zu viel? Seid ihr hormonell zu berechenbar? Sind euch zu wenig Kackerwindeln im Bett? Was ist euer scheiß Problem? Aber gibt's kein Problem, was ihr jetzt vor 1000 Leuten, die nicht aus Köln kommen? Aber ihr wirkt eigentlich sehr glücklich miteinander, oder? Ja? Wie lange seid ihr schon zusammen? 5 Jahre. Ihr habt letztes Jahr geheiratet? Cool, ha? Na, würde ich mal sagen, nachgemacht. Ja. Wo habt ihr geheiratet? Im Rathaus, sind wir auch. Hey, cool. Und? Wie viel hat es gekostet bei euch? $36 bei uns auch. Das ist gar nicht so teuer, finde ich, dafür, dass es so krass, irgendwie krass ist, oder? Also ich meine, ich fand auch die Performance von der Standesbeamtin ziemlich gut. Wie war eure? Oder hattet ihr einen Mann? Vorne die am Eingang, die waren total scheiße, ne? Was war mit denen los? Alles so mies gelaunte, so Dauersingles, die so, schon wieder Leute, die heiraten. Desinfiziert eure blöden Hände. So mega unangenehm, ne? Oh, ja. Naja. Das Gute ist ja, wenn man verheiratet ist, man hat ja dann eine Ausrede, warum man die Leute beim Eingang vom Rathaus nicht mehr bumsen will. Oder sagst dann einfach so, nee, sorry, geht nicht.